Ja, wir befinden uns jetzt in der Klosteranlage in Erdenesu. Es gibt hier zwei Haupttempel. Der eine sehen wir hier hinter uns, der ist im chinesischen Stil errichtet. Sehen wir nun im Hintergrund den zweiten großen Tempel im tibetischen Baustil. Der Besuch der Klosteranlage in Karakorum bzw. Chachorin ist ein Muss für jeden Reisenden. Wir von Utra Travel planen den Besuch bei unseren Reisen natürlich immer mit ein. Die Klosteranlage wird von vier Mauern begrenzt, die je Mauer eine Länge von 400 Metern aufweisen. Die Anlage befindet sich also in einem Quadrat von 4 mal 400 Meter. Auf den Mauern befinden sich Stupas in regelmäßigen Abständen. An der Anzahl der Stupas gibt es in den beiden führenden deutschsprachigen Reiseführern Drescher, das ist der gelbe, und Dumont, das ist der grüne, unterschiedliche Angaben. Im Buddhismus gilt die Zahl 108 als eine heilige Zahl mit besonderer Bedeutung. Im Drescher-Führer werden die Stupas mit 108 angegeben, im Dumont hingegen wird die Zahl 102 veröffentlicht. Mit der Angabe, dass es 108 hätten werden sollen, aber es nie geworden sind. Dieses Kuriosum gilt es aufzuklären. Vielleicht macht ihr euch die Mühe, wenn ihr fort seid, und zählt einmal die Stupas nach. Gebt das Ergebnis gerne unten in die Kommentare ein. Utra Travel, Mongolei Reisen. Ihr Spezialist für Reisen in die Mongolei.